Jahushua sagt, ich bin das Geschenk und das Wort. Gesegnet sind jene, die mich annehmen. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 4. Januar 2006, von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr. Jahushua ist der Messias, der Maschiach meines Volkes. Wie desillusionierte Lämmer sind alle umhergeirrt und ihren eigenen Weg gegangen, verloren in einer Welt voller Egoismus, Gier und Zweifel. Immer den Täuschungen der Weltmenschen Beachtung schenkend, die den Wünschen ihrer verdorbenen Herzen nachjagen. Meine Kinder, ja alle Kinder dieser Erde, hört mir zu und versteht. Ich bin der Gott eurer Väter, der Gott von Abraham, der Gott von Isaac, der Gott von Jakob, von welchem das Geschenk und die Erlösung der Menschen kam. Mein einzig in die Welt gesetzter Sohn, Jesus Christus, Jeshua, der Messias, der Herr über die ganze Schöpfung. Ihr sucht in der Welt nach Beweisen, ihr grabt im Sand und ihr sättigt euch Tag und Nacht mit den Lehren der Menschen. Ihr füllt euer Gedächtnis mit dem verdorbenen Wissen der Menschen, mit vielen Büchern und intellektuellen Dialogen, in einem vergeblichen Versuch, Gott zu verstehen. All eure Taten sind eitel, ausgearbeitet in Arroganz. O ihr verlorenen Schafe, warum irrt ihr umher? Ich bin nahe bei euch, durchsucht eure Herzen und versteht mich, denn ich habe euch alles gegeben, was ihr jemals braucht, durch meine vielen Diener und Propheten. Sie sind in perfekter Übereinstimmung und haben alles in den Schriften der Wahrheit niedergeschrieben. Denn Brot und Wasser habe ich euch gegeben als Nahrung für euren Leib. Aber die Schriften der Wahrheit werden euch versorgen bis zum ewigen Leben. Wenn ihr nur glauben würdet und danach leben, was von dem Mund des Vaters geäußert wurde, und erfüllt ist in dem Sohn der Erlösung. Hört deshalb zu und gebt eurem ernsthaften Verlangen nach, Beweise zu bekommen, denn ich habe sie euch gegeben, damit ihr glauben könnt. Mein Sohn ist das Wort, genau wie ich das Wort bin. Und wenn wir das Wort sind, dann muss er alles erfüllen, was das Wort von ihm spricht. Und wenn er alles erfüllt, was ich von ihm gesprochen habe, durch die Generationen hindurch und durch die Generationen, die noch kommen, warum denn glaubt ihr nicht, dass er ist, wer er ist? Tut deshalb Buße in seinem Namen und werdet hochgehoben. Widersteht der Wahrheit und seid gerichtet. Erhebt eure Faust gen Himmel und versammelt euch gegen den Heiligen von Israel, und ihr werdet nicht mehr sein. Ihr werdet zerstört und verzehrt werden durch das, was ihr nicht hören wollt. Das Wort Gottes, welches hervorgeht aus dem Mund von ihm, der auch das Wort ist, alle Feindschaft beseitigend in diesen trockenen und verdorrten Ländern, sie mit Scharlach zudeckend, keine Mittelwege oder Trennwände zurücklassend. Schaut, alles wurde weggefegt und wiederhergestellt in Rechtschaffenheit, für immer und ewig. Dies ist das Erbe der Heiligen, Ruhe und Herrlichkeit in der Gegenwart des Lammes, der ihr Hirte sein wird für immer. Leben ohne Ende. Amen. Und Amen. Jahushua ist sein Name.